Kommen wir zum Sportgeschehen und da passiert ja weltweit etwas, was ja irgendwie auch Auswirkungen auf die Metropolregion Rhein-Neckar hat. Beispielsweise die U21-Hockey-WM in Indien. Da haben die deutschen Jungs souverän die Gruppenphase gemeistert mit 3 Siegen und nun steht das Viertelfinale an gegen Spanien. Und mit dabei ist auch Mario Schachner vom Mannheimer Hockey Club. Morgen früh um 6 Uhr deutscher Zeit geht es dann um den Einzug ins Halbfinale. Und wir haben mit Schachner vor dem Start der K.O.-Runde gesprochen. Morgen steht das Viertelfinale der U21-Weltmeisterschaft in Indien an. Herr Schachner, 3 Gruppensiege in Folge. Das ist ja eigentlich eine Traumvorstellung. Also wie zufrieden sind Sie denn mit dem bisherigen Turnierverlauf? Von den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. 9 Punkte, mehr konnten wir nicht erreichen. Spielerisch war vor allem gegen Argentinien, was auch der schwierigste Gegner der Gruppe war, aber noch Luft nach oben. Also da haben wir nicht spielerisch unser bestes Spiel gemacht, da waren wir kämpferisch sehr stark, aber spielerisch müssen wir noch was drauflegen, um gegen Spanien zu gewinnen. Jetzt ist es ja so, dass strengere Corona-Regeln gelten. Was macht ihr denn da in eurer Freizeit, um vielleicht auch mal den Kopf frei zu bekommen? Also von Corona kriegen wir hier eigentlich relativ wenig mit. Wir sind die ganze Zeit im Hotel in unserer eigenen Bubble, haben hier eine Terrasse mit Pool, wo wir den Tag über entspannen können. Und sonst sind wir, also wir sind halt nur im Hotel oder halt im Stadion. Deswegen kriegen wir hier von Corona nicht viel mit, außer die Tests, die wir natürlich machen müssen. Was lief denn bei den bisherigen Spielen gut und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Gut lief, dass wir als Truppe sehr kämpferisch stark sind. Wir halten sehr zusammen und jeder gibt alles für den anderen. Und vor allem sind wir defensiv sehr stark. Offensiv können wir vielleicht jetzt in diesem Turnier noch eine Schippe drauflegen. Klar haben wir viele Tore gemacht, aber vor allem gegen Ägypten, gegen eher schwächeren Gegner. Wenn wir jetzt gegen Spanien das Viertelfinale gewinnen wollen, müssen wir auf jeden Fall offensiv spielerisch noch besser werden. Wenn ihr gegen Spanien gewinnen wollt, müsst ihr jetzt besser werden. Was ist Spanien denn jetzt für ein Gegner für euch und worauf stellt ihr euch jetzt ein? Wir haben noch nicht viel gesehen von ihnen. Wir kennen sie zwar aus vielen Spielen, so aus der Vergangenheit. Sie wurden auch U18-Europameister mit diesem Jahrgang, also ein sehr starker Gegner. Vom Spielstil her ist es relativ ähnlich zu Argentinien, gegen die wir schon gewonnen haben. Und ja, es wird ein sehr kämpferisches Spiel, viele Emotionen wahrscheinlich. Und da müssen wir kühlen Kopf bewahren und dann hoffentlich gewinnen am Ende. Auf was wird es denn jetzt in der Partie ankommen? Habt ihr euch auch auf das 7-Meter-Schießen vorbereitet? Ja, wir haben uns auch darauf vorbereitet, dass es vielleicht nach 60 Minuten unentschieden stehen könnte. Da haben wir trainiert dafür, haben einen guten Torhüter, auch den Jordanerberg, der dann bei uns im Tor stehen würde, falls es unentschieden stehen würde. Aber wir hoffen natürlich, dass wir es nach 60 Minuten für uns entscheiden können, müssen vor allem gegen die sehr spielstarken Spanier defensiv gut stehen, auf die Konter der Spanier aufpassen und dann haben wir, glaube ich, sehr gute Chancen. Herr Schachner, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg morgen beim Viertelfinale. Vielen Dank.